Hallo Wissenswitter von Genu, Ute und Nicole. Und heute haben wir ein Valentinstagsprojekt gemacht und ein Upcycling-Projekt. Und zwar haben wir aus einem alten Pullover so einen Partnerhandschuh genäht. Komm, wir zeigen es mal kurz, wie es geht. Das ist einfach, wenn man dann unterwegs ist, dann kann man da die Hand rein und kann sich trotzdem noch Händchen halten dabei. Das Schnittmuster haben wir extra so konzipiert, dass wir die Bündchen gut verwenden können und dass das mit dem alten Pulli auch wirklich gut klappt. Der Schnittmuster findet ihr wie immer bei uns auf der Webseite und den Link dazu hier unter dem i. Ich habe das Ganze noch, aber das ist tatsächlich optional, noch mit einem Plot etwas personalisiert. Die Plotterdatei ist beim Schnittmuster dabei. Das ist alles so ein Paket Schnittmuster mit Plotterdatei. Wie gesagt, alles hier unter dem i. Ich schneide jetzt das Schnittmuster aus und dann lege ich es bündig an den Pulli an. Ich habe es jetzt noch festgesteckt und habe zwei Stifte zusammengeklebt. Ich habe ausgemessen, dass jetzt bei den speziellen Stiften dazwischen genau ein Zentimeter ist und ist für mich die ideale Nahtzugabe. Jetzt zeichne ich einmal um das Schnittmuster herum und dann schneide ich die äußere Linie. Ich habe es jetzt zusammengesteckt und zwar achtet darauf, dass die Bündchen schön so übereinander stehen, hier unten das schön plan ist. Und man kann es jetzt mit dem Zickzackstich zusammennähen. Ich benutze den großen Zickzackstich und habe jetzt auch noch das Vernähen eingestellt. Jetzt den Handschuh nur noch durch einen der beiden Löcher wenden. Die Stifte, wenn ihr die benutzt, die kann man ja mit Wasser ganz leicht entfernen, also es ist kein Drama. So, wenn der Plot jetzt aufgebügelt ist, dann sieht es eben so aus. Das Schnittmuster und die Plotterdatei findet ihr hier unter dem i, genauso wie den Blogbeitrag zu diesem Projekt. Auch findet ihr unter mir unseren Schnittmuster-Shop und unseren Shop für die Plotterdateien, die wir sonst noch gemacht haben. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann könnt ihr entweder euch für Newsletter eintragen oder ihr könnt euch auch uns auch bei YouTube abonnieren. Da habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Wir sind auch auf Instagram und natürlich auch auf Facebook. Wenn ihr uns auf YouTube abonniert, vergesst nicht die Glocke zu läuten, damit ihr auch eine Nachricht bekommt, wenn wir wieder ein Video hochgeladen haben. Wenn euch unser Video gefallen hat, gebt uns bitte einen Daumen hoch. Ja, und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!